Heute habe ich mal wieder ein sehr interessantes Gaming-Notebook für euch. Das Tulpa T7V20.5 spielt in der großen 17,3 Zoll-Klasse und diese wird immer öfter auch als Desktop-Ersatz verwendet. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen sind Notebooks wie das Tulpa T7 mittlerweile so leistungsstark, dass selbst grafisch aufwendige Titel mit hoher Framerate bzw. hohen Details wiedergegeben werden können, ja, während Gaming-Notebooks deutlich weniger Strom verbrauchen, weil sie eben deutlich effizienter arbeiten. Praktischerweise eignet sich leistungsstarke Gaming-Hardware auch für andere anspruchsvolle Anwendungen, doch dazu gleich noch mehr. Bevor es zum Laptop im Detail geht, lasst mich ein paar Worte zu Tulpa selbst verlieren. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch diesen Namen noch nie gehört haben. Ging mir ehrlich gesagt auch so, der Background ist allerdings recht interessant. Neben der anständigen Hardware und Performance steht bei Tulpa vor allem der Service im Vordergrund. Das klingt jetzt ein bisschen cheesy, doch lasst mich das mal ein wenig genauer erklären. Unter dem Namen Monster Notebook ist das Unternehmen schon seit dem Jahr 2000 weltweit mit Gaming-Notebooks am Start und vertreibt nun eben mit der Marke Tulpa ihre Hardware auch in Deutschland. Und zwar nicht nur im Online-Shop, sondern auch in ihrem Store am Alexanderplatz in Berlin. Wer aus der Nähe kommt und auf Gaming steht, sollte da definitiv mal vorbeischauen. Da gibt es dann Rennsimulatoren, VR-Brillen, alles von Tulpa zum Anschauen bzw. Ausprobieren und das alles auf über 1000 Quadratmetern. Ist also sicher nicht uninteressant. Jeder, der ein Tulpa-Notebook kauft, bekommt neben der regulären Garantie eine lebenslange kostenlose Wartung für sein Gerät. Ihr könnt das Notebook einmal im Jahr kostenlos einschicken bzw. am Alexanderplatz vorbeibringen und in 1 bis 3 Werktagen wird dann eine komplette Wartung durchgeführt. Es wird Wärmeleitpaste erneuert, die Tastatur professionell gesäubert, gerade bei einem Notebook sehr interessant. Da gibt es Lüfterreinigung und so weiter. Und wenn man will, kann man im Zuge dieser Wartung auch gleich Hardware tauschen lassen. Man kann also mit denen verabreden, dass man noch eine SSD dazu haben möchte. Und das kann man alles zum Beispiel per Mail oder der kostenlosen deutschen Service-Hotline klären. Auch so eine Hotline ist nicht selbstverständlich. Auf jeden Fall eine feine Sache, gerade für Leute, die sich nicht so gut auskennen. Das wollte ich hier vorab explizit mal erwähnt haben, dass sich dieser Service schon von anderen Herstellern abhebt. Entscheidet man sich für einen Tulpa-Laptop, in meinem Fall eben der Tulpa T7 V20.5, wird alles gut verpackt und gepolstert in mehreren Kartons geliefert. Es gibt einen gedruckten Quick-Start-Guide und eine ausführliche Anleitung findet man samt Treibern und so weiter auf dem mitgelieferten USB-Stick. Ich habe es das letzte Mal schon beim BambuLab 3D-Drucker gesagt und wiederhole es hier jetzt nochmal. Ein gutes Produkt fängt bei einer guten Verpackung an. Und wie ihr seht, ist hier alles doppelt und dreifach geschützt, sodass euer neues Stück Technik auch im perfekten Zustand bei euch ankommt. Wie ihr seht, ist das bei meinem T7 der Fall und nach vielen Polstern und Folien kann es dann auch schon losgehen. Ich habe hier die Variante mit vorinstalliertem Windows 11 und habt ihr bereits ein Betriebssystem, kann auch die günstigere Variante ohne Windows genommen werden. Wir nehmen auch das gleich mal vorweg. Das T7 gibt es aktuell ab 1.379 Euro inklusive RTX 3060 und i7 Alder Lake CPU. Preislich also auch sehr interessant und wenn man will, kann man sich Arbeitsspeicher und mehr SSD-Speicher halt dazu konfigurieren. Wie eingangs gesagt, ist das T7 mit einem 17,3 Zoll großen Display ausgestattet. Das matte IPS-Panel hat zudem eine Wiederholfrequenz von 144 Hz und kommt mit einer Full-HD-Auflösung. Zusammen mit der Nvidia RTX 3060 ist das ein gut aufeinander abgestimmtes Hardware-Paket und vor allem komplett auf Gaming ausgelegt. Klar wäre eine UHD-Auflösung toll und es gibt ja auch Notebooks mit 240 Hz, allerdings sollte man hier immer auf die Kombination und den Einsatzzweck achten. Vor allem der Preis, Auflösung, Wiederholfrequenz und die GPU müssen hier also im Einklang sein und die Kombo beim T7 macht für Gaming einen sehr guten Job.
Die Quittung dafür habe ich in diversen Benchmarks erhalten. Laut 3D-Mark sind die Ergebnisse hier teilweise sogar überdurchschnittlich und auch im Stresstest macht das Tulpa Notebook eine gute Figur. In diesem Test wurde ein Benchmark 20 Mal hintereinander ausgeführt und kurz vor Ende habe ich auch ein paar Bilder mit der Wärmebildkamera gemacht. Man sieht hier ziemlich gut, wie die Heatpipes und die Lüfter arbeiten. Auch der Luftstrom ist schön erkennbar. Bemerkenswert finde ich hier auf jeden Fall auch den Unterschied zwischen links und rechts. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Absicht ist, aber der Lüfter rechts pustet offensichtlich schräg nach oben an der Maus vorbei, während der Luftstrom links eben gerade verläuft. Entweder ein netter Zufall oder sehr smart gelöst. Jedenfalls wird die rechte Hand eben nicht von dem Luftstrom die ganze Zeit gegrillt, sondern bleibt entsprechend kühl, weil die heiße Luft vorbeigepustet wird. Der Stresstest wurde jedenfalls erfolgreich abgeschlossen und das Notebook auch bei längeren Sessions konstant gekühlt. Ich habe natürlich auch so einiges auf dem Gerät gezockt und die Lüfterlautstärke bzw. die diversen Leistungsmodi ausprobiert. Auf der Einstellung Enthusiast laufen die Lüfter und die Hardware auf voller Leistung. Entsprechend laut ist das Ganze dann aber auch. Ihr seht das dB-Messgerät hier im Hintergrund. Es gibt beim T7 einen dedizierten Knopf und wenn man den drückt, dann lassen sich verschiedene Leistungsprofile on the fly ändern und man kann hier auf dem dB-Gerät sehr gut erkennen, wie die Lautstärke quasi instant deutlich abnimmt. Ich konnte hier mit den vorkonfigurierten Profilen sehr gute Ergebnisse erzielen und so kann man dann je nach Einsatzort zwischen voller Leistung und Silent Gaming hin und her switchen. Beispielsweise volle Power, wenn man Kopfhörer auf hat und es einem egal ist, wie laut die Lüfter letztendlich sind. Und wenn man Silent Gaming haben will und man zum Beispiel im Wohnzimmer zockt, während irgendjemand anders fernsieht, ist eben das eine gute Option. Die Profile können in der vorinstallierten Software von Tulpa geändert oder auch bestimmten Spielen zugeordnet werden. Da gibt es dann auch Lüfterkurven und so weiter. Wenn man sich ein wenig auskennt, kann man das hier ganz genau auf seine Games anpassen. Auch die Tastaturbeleuchtung lässt sich in dieser Software einstellen. Das Tulpa T7V20.5 unterstützt hier RGB, die jeweilige Farbe beleuchtet die Tastatur dann aber einfarbig. Man kann auch einstellen, dass die Farben automatisch wechseln, ihr seht das hier alles auf den Bildern. Die Membrantastatur kommt inklusive NumBlock, denn dank 17,3 Zoll Display haben wir hierfür den entsprechenden Platz im Gehäuse und der NumBlock grenzt dabei direkt an der Enter-Taste. Ich blende euch die Maße und das Gewicht des Laptops hier mal ein und wie ihr seht, ist das vergleichsweise kompakt, was zum Beispiel dann auch zu dünneren Displayrändern führt. Doch wir waren ja gerade bei der Tastatur, wie gesagt, eine Membrantastatur mit gut gelagerten Tasten, also kein Gewabbel oder so, denn dank einer Unterkonstruktion aus Kunststoff sitzt hier jede Taste sehr gut und es lässt sich angenehm auf der Tastatur schreiben. Das Touchpad ist 10,5 x 7,5 cm groß und kann per Double Tap schnell deaktiviert werden. Ihr seht das hier, eine kleine LED leuchtet auf, sobald man das Touchpad deaktiviert hat und zusätzlich gibt es dann noch eine On-Screen-Meldung. Das ist dann zum Beispiel sehr praktisch beim Zocken, wenn man zusätzlich eine Maus verwendet, das Touchpad eben nicht braucht und beim WASD drücken halt nicht aus Versehen mit dem Touchpad irgendeine Eingabe machen möchte. Eine Maus und auch sonstige Peripherie kann man zum Beispiel an zwei USB-A-Ports rechts oder an den USB-A-Port an der linken Seite anschließen. Links gibt es zudem 2x 3,5 mm Klinke für Kopfhörer bzw. Mikrofon. Auf der Rückseite haben wir neben einem USB-C-Anschluss mit Mini-Display-Port auch noch Full-Size-HDMI, den Stromanschluss und Gigabit-Netzwerk. Übrigens alles mit anständigen Chips und Hardware. Beim Sound wird zum Beispiel der Soundblaster Cinema 6 Plus verwendet und das Gigabit LAN kommt von Realtek.
inklusive Software zum Regeln von Bandbreite. Das ist vor allem fürs Gaming bzw. auch für Streaming sehr praktisch. Ach ja, ich hatte ja am Anfang über Stromverbrauch gesprochen. Das Netzteil beim Tulpa T7 macht maximal 180 Watt und diverse Desktop-GPUs schalten bei 180 Watt vielleicht gerade mal die RGB-Beleuchtung an. Ist natürlich ein wenig übertrieben, aber schaut man sich an, was sich das T7 mit RTX 3060 und i7 der 12. Generation so an Strom gönnt, ist das deutlich weniger als vergleichbare Desktop-Varianten. Wirklich schade, dass da im Desktop-Bereich beim Gaming Effizienz nahezu ignoriert wird, weil das natürlich weniger Benchmark-Punkte bedeuten würde. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass da deutlich mehr mit Effizienz gearbeitet wird. Auch wenn die Hardware primär auf Gaming ausgelegt ist, kann man damit logischerweise auch gut arbeiten. Ich habe diverse Szenarien getestet. Videobearbeitung geht zum Beispiel selbst mit zickigem 4K GoPro-Footage ganz gut und nutzt man weniger hungrige Codecs wie zum Beispiel ProRes, funktioniert UHD-Footage selbst mit Effekten, Color Grading und so weiter komplett flüssig. Auch CAD-Programme und alles andere, was viel Grafikpower braucht, funktioniert halt auch sehr gut mit einem Gaming-Notebook, weil diese Programme eben auch von der starken GPU profitieren. Ihr habt die Farben und Display-Performance ja die ganze Zeit schon auf den Bildern hier gesehen. Dazu muss natürlich gesagt werden, dass die Display-Performance hier vorwiegend in Zahlen angegeben wird, weil dieses Video hier eben nur mit 30 FPS läuft, das Notebook aber maximal 144 FPS kann und das bringt es dann tatsächlich auch bei einigen Spielen, Overwatch 2 zum Beispiel problemlos oder auch Forza Horizon 5 und andere Spiele, je nachdem, ihr kennt das auch von der Konsole, man kann da immer wählen zwischen Qualität und Leistung und wenn man die Qualität dann eben auf Mittel oder so stellt, dann bekommt man auch seine 100 plus Frames und es läuft entsprechend flüssig. Macht wirklich Spaß, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Testet das auf jeden Fall vielleicht mal am Alexanderplatz in Berlin bei Tulpa. Ich kann euch jedenfalls sagen, gerade Farbbrillanz, Kontrast, Schwarzwerte und so weiter, das sieht in der Praxis und eher subjektiv betrachtet bei diesem Panel alles sehr ordentlich aus. Ich habe das Display vom T7 dann mit entsprechendem Messwerkzeug auch mal analytisch geprüft und die Ergebnisse waren wie zu erwarten. Für den sRGB-Farbraum ordentlich und demnach für Gaming bzw. auch das Erschaffen von Webinhalten zu gebrauchen, allerdings mit Abstrichen, zum Beispiel im Adobe-RGB-Farbraum, also beispielsweise als Fotograf, der für Print bearbeitet, gibt es da dann definitiv bessere Alternativen. Aber der kauft für seine Arbeit vielleicht dann auch kein Gaming-Notebook. Das Design und die Verarbeitung beim Tulpa T7 gefallen mir sehr gut. Es gibt im Grunde keine rechten Winkel und das typische Gaming-Design wird einem eher subtil unter die Nase gerieben. Ich glaube, so kann man das sagen. Das sind so kleine Ecken beim Touchpad, entsprechende Formen beim Display-Mechanismus und diese vielen kleinen Details sorgen dann insgesamt für eine sehr schicke Optik. Das Gehäuse ist nicht zuletzt zur Gewichtsersparung aus Kunststoff, fasst sich allerdings angenehm an. Es gibt normalen Flex beim Gehäuse und beim Display, dabei kein Knarzen oder irgendwelche unangenehmen Geräusche. Auf der Rückseite gibt es außerdem noch ein beleuchtetes Logo, was wirklich ein sehr schönes Detail ist und man immer seltener sieht. Fingerabdrücke sieht man auf dem matten Gehäuse übrigens kaum, was unter anderem an der minimal strukturierten Oberfläche liegt. Zur modernen Optik tragen auch die bereits erwähnten dünnen Displayränder bei. An den Seiten sind das 5 mm und oben zwischen 11 und 14 mm. 14 mm in der Mitte, wo auch die HD-Webcam sitzt. Auch wenn man sein Tulpa-Notebook jährlich kostenlos zur Wartung abgeben kann, darf man es auch selbst öffnen und verliert dabei nicht die Garantie. Auf der Rückseite seht ihr neben den Kreuzschrauben zum Öffnen des Geräts auch 4 breite Gummifüße, diverse Lüftungsschlitze sowie die durchschnittlich klingenden Lautsprecher, die nach unten gerichtet sind. Hat man alle Schrauben gelöst, kann man den Deckel abnehmen und blickt auf die Hardware. Alles sehr übersichtlich und schrauberfreundlich. In einem der 2 M2-Slots steckt die werkseitig konfigurierte SSD und man kann den Speicher hier simpel tauschen oder erweitern. Gleiches gilt auch für den RAM.
Man hat hier diverse Optionen und kann werkseitig mit nur 10 Euro Aufpreis zum Beispiel statt zwei 8 GB Modulen auch ein 16 GB Modul wählen, um dann zu einem späteren Zeitpunkt auf 32 GB zu upgraden. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen für 10 Euro, das muss man auf jeden Fall mitnehmen. Der Wechsel ist wie gesagt sehr einfach, nehmt das Video hier gerne als Tutorial, es sind quasi 2 bis 3 Handgriffe mit nur einer Hand und das ist in wenigen Sekunden erledigt. Der Akku ist verschraubt und per Stecker mit der Hardware verbunden. Auch hier ist ein simpler Austausch möglich, kein Kleber oder sonstiger Wahnsinn. Selbstverständlich kann man das Notebook auch mobil mit Akku nutzen. Ja, wer hätte es bei einem Notebook gedacht? Die volle Leistung gibt es allerdings nur mit angeschlossenem Netzteil. Es ist übrigens nahezu unmöglich, eine verlässliche Akkulaufzeit anzugeben, da die Hardware sich je nach Aufgabe eben entsprechend Strom nimmt. Auch in Windows bzw. der Tulpa-eigenen Software lassen sich hier viele Einstellungen vornehmen, welche die Akkulaufzeit beeinflussen. Auch Displayhelligkeit, wenn ihr selbst Notebooks nutzt, versucht mal 50% Displayhelligkeit zu verwenden. Plötzlich habt ihr viel, viel mehr Akkulaufzeit. Es gibt so viele Faktoren, dass man da eben keine Zeiten nennen kann. Ich weiß, viele wollen hier eben eine genaue Zeit, eben 5 Stunden, 6 Stunden oder so. Allerdings erkläre ich lieber, warum es diese Zeit eben nicht gibt, als irgendeine Zahl zu nennen, die dann hinterher nicht stimmt. Ihr seht das hier alles auf den Bildern selbst, auch hardware-technisch macht das alles einen sehr anständigen Eindruck. Der Deckel wird zum Beispiel auch nicht in Kunststoff, sondern in Metall-Standoffs bzw. Metall-Gewindeeinsätze geschraubt. Und in dem Deckel selbst befindet sich außerdem noch ein Heatsink für die M2 SSDs. Insgesamt ein sehr schönes Gaming-Notebook mit leistungsstarker Hardware, einem vergleichsweise günstigen Preis und einem besonderen Service, wenn man sich die lebenslange kostenlose Wartung anschaut. Schaut gerne in Berlin am Alexanderplatz bei Tulpa vorbei, um euch selbst ein Bild zu machen. Und wenn das für euch ein wenig zu weit weg ist, findet ihr einen Link zu Tulpa unten in der Videobeschreibung. Bei Fragen stehe ich wie immer in den Kommentaren zur Verfügung. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr derzeit einen Gaming-Laptop nutzt bzw. vorhabt, einen Desktop-PC zu ersetzen bzw. umzusteigen. Ich habe jedenfalls irgendwie das Gefühl, dass immer mehr Nutzer Laptops als ihre Hauptrechner nutzen, egal ob jetzt zum Zocken oder zum Arbeiten. Habe ich in meinem Bekanntenkreis so auf jeden Fall festgestellt. Jetzt bin ich aber erstmal wieder draußen. Ich sage bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein, bis denn. Peace.